Ich würde gerne den Monster-Vlog von Abu Goku hier mal reinziehen, meine Freunde. Der ist eine halbe Stunde lang. Abu, ein sehr, 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 sehr cooler Typ. Sehr, 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 sehr lieb. Und das würde ich mir gerne mal reinziehen. Erster Tag. Chillen jetzt hier. Monte Carlo und so sind essen gegangen. Hier, Abi Ramadan. Haben gesagt, wir chillen ein bisschen im Hotel. Wir skippen so ein bisschen durchmäßig. Ich wollte gerade rauskommen, die Süße. Wie fühlst du dich denn? Willst du, dass der Vortrag reinkommt? Der kommt sowieso mit rein. Ich werde... Der Vlog ist Big Content. Kommt einfach mit Minibock aus dem Badewanne. Bruder Sammy, wie war dein Fastentag gestern? Bruder, war angenehm. Alhamdulillah, leicht. Du hast doch gar nicht gefastet gestern, was meinst du? Ach so. Guck mal, wie direkt eine Lüge parat hat, Bruder. Ali ist da direkt, Bruder. Bruder. Ich hab gar nichts. Was denkst du, wie wird heute der Tag? Guck mal. Hey Chat, wir skippen so ein bisschen gestern, durchmäßig. Ja, wir skippen mal ein bisschen dann durch. Dann noch beim Kampf sein. Seit halbe dann Stunde. Werden wir den einen oder anderen, der da auch gefastet hat, eine Dattel spendieren. Ah, sehr korrekter Move, sehr korrekt. Oder kein. Darauf auch nochmal ein Kürbis, oder? Keine Ahnung. Also Sammy. Beste Dattel. Beste Dattel. Tunesische Dattel. Ich weiß, das soll man nicht machen. Das ist nicht die beste Eigenschaft. Aber ich kann nicht widerstehen. Oh Mann. Jetzt, aber hier lassen wir das. Oh, doch nicht. So, wir sind hier live mit der Bundeswehr und mit der Polizei von Dortmund. Ach, funny, Alter. Die ganzen RPler unter sich. Da höre ich auch schon. Komm, deine Kollegen zu erschrecken. Der hat direkt Dispatch gemacht. Kommen alle. Der hat direkt Dispatch gemacht. Hey, das sind ja schon voll die so erwachsenen Männer. Die sind ja schon so locker. Wie alt sind die? So 40 oder so? 30, 35. Voll krass. Ja, wir sind auf jeden Fall noch hier. Chillen noch ein bisschen. Und dann gehen wir... Wohin? Da rein. Eine easy. Und da vorne ist das gute Stück und dann sehen wir uns gleich drinne. Haut rein. Ja, Mehdi ist auch angekommen. Mehdi. Also erstmal in Real Life sieht er viel, viel hübscher aus, finde ich. Boah, Mehdi ist actually sehr attraktiv, wa? Digga, what the f***? Und obwohl das schon schwer ist. Also Bro, er sieht schon aus wie so, Bro, Mehdi erwachsener Rot. Hey, also schon ein sehr attraktiver Mann, kann man nicht anders sagen. Sehr krasse Augen, ne? Wie noch besser als im Stream auszusehen. Ah ja, das stimmt richtig. Ich habe viele hier gesehen, diese... auf jeden Fall, ich weiß das ja noch von dir gar nicht. Mickey oder Trimax? Mickey, ganz klar. Wer Trimax gesagt hat, keine Ahnung. Ja, danke, Bruder, ich war in der Schlange da oben, mal, die haben alle gesagt, mal, Trimax. Wenn es danach geht, auch Trimax haben, die sagen immer noch Optik. Ich mache drei Monate Box drin, ich klatsche alle weg. Das macht ja gar keinen Sinn. Die gehen dann noch Optik, das ist ja geil. Das ist das. Guck mal, Mickey ist schneller, mehr Ausdauer und boxtechnisch besser. Ja gut. Warum sollte er nicht gewinnen? Wegen den 20 Kilo. Ich hab's vorne, okay. ich hab's anders gesagt. Ich hab's gecallt. Gewinnt das selbst. Vierte Runde TKO. Hab ich auch gesagt. Sagst du auch, Mast macht es? Ja. Mast macht es, vertraut mir. Immer unser Junge. Mast macht es? Da waren die 10k weg. Den Age Well, Harshad. An der Gosse mit dem Stück Brot, jetzt ist er Michael Jackson. Vor anderthalb Jahren haben wir Fortnite gespielt, 30 Zuschauer. Herzlich bin froh, wenn er Hallo sagt und Stream, weil er schmeinert. Aber ist in Ordnung, dass wir zusammen hochgehen. Ja, ist gut. Das Ding ist, Ro hat auch so ein übertrieben lieber und süßer Kerl, ne? Also Abo sowieso, mit ihm nur so ganz kurz gequatscht, aber auch super, super lieb. Erste Begegnung. Ich schwöre so oft, dass wir uns immer so aussehen, wie er ist mein kleiner Bruder, sagt. Ja, ne? Ich schwöre es euch, ja, könnte schon gehen. Mehdi ist ein bisschen brauner noch, aber ja, ist okay. Ich schwöre, Mehdi ist übertrieben gut aussehen. Brauchen wir Familienprozente aber jetzt auch. Familienprozent? Ja, okay. Oder verpiss dich den. Letztes Kommentar von dir schon genug an meine Mama. Mickey gewinnt. Mickey Platz vor Life. Digga, das schneidest du so raus. Er ist rot. Das schneidest du so raus. Wir sind nicht irgendeine Fan. Wir sind Viva la Platz. Scheiß drauf. Wir hören das immer, wenn wir rumfahren durch die Stadt. Wir hören das immer. Ich mache immer so einen Funk. Wir sind nicht irgendeine Fan. Alle schreien Viva la Platz. Fragen wir mal hier die war draußen. Fragen wir die auch ganz einfach angelehnt. Warte, bevor wir Foto machen. Welche Fraktion ist die beste? Kali Kartell. Ja? Ja. Du kennst gar nicht Kali Kartell. Kali Kartell! Genau so sieht's aus. Hey, ich find's so geil, dass so viele Leute das so mitnehmen, das RP-Ding so mäßig ins echte Leben quasi. Finde ich so nice. Kali Kartell sagt ihr? Ja. Okay, sehr schön. Platz also lieber nicht, ne? Gar nicht. Platz. Was geht? Sehr stark. Okay, gib mal einmal ein Viva la Kartell. Viva la Kartell. Was ist los mit euch? Was? Viva la Kartell, alles zusammen. Ja, okay, auf den Namen. Jalla, 1, 2, 3. Viva la Kartell! Die Army, Jungs. Aber du bist gerade im Chat. Was geht? Bitcoin. Schön, dich kennengelernt zu haben. Zeig, wie du das machst. Wochenende, sehr entspannt. Ey, Breitenberg kenne ich ja auch schon super lange seit GVMP, wa? Fest. Ein bisschen Beef hatten wir mal kurz im RP. Dann hast du Probleme mit mir, Mierda. Was sagst du, wer gewinnt jetzt, ehrlich? Ja,
Wer gewinnt? Trimax. Trimax wahrscheinlich. Wahrscheinlich oder bist du überzeugt? Überzeugt bin ich, weil Mickey ist auch so wie so ein Kampfhund, ne? Die Metallplatte, ja. Chat, wir erinnern uns. Wenn der zwei, dreimal ausweicht. Breitenberg haben wir die Metallplatte verpasst damals. Wenn die Faust nicht ankommt. Im RP, ja, GVP. Fünfmal daneben. FIB, mein Haus gestürmt, alles. Den flinken Wiesel. Also na, wenn wir die Runden kommen, wird Mickey 100% gewinnen. Also denke ich, wegen Ausdauer und flink. Ja. Aber Max hat halt wirklich im Kampf einfach die Ruhe behalten. Ne? Max hat ja wirklich im Kampf komplett die Ruhe behalten und ist so entspannt geblieben, hat das Ding wirklich sauber runtergeboxt, muss man ihm einfach mal sagen. Sehr, sehr krass gewesen. Also Trimax muss den K.O. haben, sonst geht das, glaube ich, nicht. Ja, ist korrekt. Aber ihr habt doch gewettet. Was habt ihr gewettet? Er muss. Wer hat was gewettet? Ich hab 10.000 Mickey. Ey, ich schwöre, ich mach so Auge auf die, hab ich ihm auch abends gesagt, die Jacke von Marcel, ich mach da so Auge drauf. Die ist so unfassbar geil, ne? Die ist so unfassbar nice. 10 auf Trimax, 10 auf Mickey. 10.000 auf Mickey. Doch. Aber, was macht ihr mit dem Geld, wenn du gewinnst? Rolex. Ich wollte sich ein paar Dings holen, ein paar Kilo Weed und ich wollte. Nein, wirklich krass. Nein, das kann nicht verlieren. Das geht weg. Also wenn ich freue mich auch auf Miros Album. Was machst du mit deinem Geld? Ich spende jetzt an Tierschutz und nicht nach Palästina. Ich spende jetzt nach Palästina und ich spende an Tierschutz. Also können die gar nicht verlieren. Ist doch was Gutes. Ich freue mich schon. Bis später. So sieht das hier aus. Hier ist Frankfurterle. So geht's ab. Guckt euch das an. Ich bin aus der Puste. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ehrlich. Zu viel. Wir sind zu Hause. Wir sind jetzt hier im Fahrstuhl. Roman ist hier in der Ecke. Die chillen alle hier. Hier ist der Personal Security für Monty. Der ist jetzt mit uns. Der wurde Maschine, Alter, an dem Abend gut aufgeräumt. Gemietet. Und jetzt gehen wir hier raus. Wir sind jetzt endlich dabei. Geheimeingang. Das ist alles ein bisschen stressig. Wir haben uns hier alle verloren. Stani ist jetzt auch da. Wir haben jetzt Anschluss zusammen gefunden. Wir dürfen nicht rein. Da dürfen wir nicht rein. Ja, aber wir kommen jetzt zu den anderen. Hey, du hast ja hier von Hightech alles, ne? Eine Scheide. Eigentlich müsste ich nochmal, wo Philipp jetzt gerade nochmal Max ist, die Jungs nochmal irgendwie besuchen gehen, wa? Mit Philipp und Max habe ich am Abend fast gar nichts gemacht, weil ich die ganze Zeit nicht gesehen habe. Ich saß die ganze Zeit bei den Jungs so. Überschade eigentlich. Aha, das ist es. Jetzt geht's. Ja, gut. Korrekt. So anstrengend gerade, so anstrengend hier. Meinst du? Oh, wir waren gerade schon im Raum. Doch, wir kommen. Wenn du nicht hier wärst, wärst du schon längst abgezogen. Bruder, wie die Leute hier drauf sind. Voila, sehr, sehr schwierig, ehrlich. Guck mal, ich regel das jetzt. Ich mach das. Das will ich sehen. Du wirst sehen, ich mach das jetzt hier. So, also wir haben jetzt eine nette Dame gefunden. Die lotst uns jetzt dahin, weil wir alle natürlich keine Ahnung haben hier. Da gehen wir lieber rein. Digga, komplette Gruppe, Junge. Wir haben es doch nicht gefunden, wir dachten gerade, wir hätten es gefunden. Es ist so riesig hier, es ist so unglaublich. Ehrlich. Bis gleich. Und wir haben es geschafft. Endlich, Mann. Wir sind hier. Krank da in der Arena, ne? Ja. So sieht's aus hier. Guckt euch das an. Das ist auch so geil für die Jungs. Das ist das erste Mal ja quasi, dass sie, also glaube ich zumindest, dass so einem großen Event sind so. Und dann das erste Mal so die Zuschauer auch IRL zu sehen, angesprochen zu werden, so schon ein krasser Moment. Hat so voll die Gamescom-Vibe gehabt. Nur, dass Gamescom nicht alle sauer auf mich waren, dass ich nicht geboxt habe gegen Amava. Was für eine Laune hier. Ich kann nicht mehr, Holla. Das war so ein Stress, hierher zu kommen. Aber du siehst trotzdem noch entspannt aus, als ob du in der Sauna warst. Guck mal, wie ich aussehe. Ich bin nass. Ja? Ja, stark. Dieses Jahr Gamescom wird auch anders. Es gibt so viele neue Gesichter in der Szene und es ist immer so nice, wenn die Leute dann auch überkorrekt sind so und ja, man den connecten kann und so. Wie gesagt, Robert Abu und so, Abu, super, super liebe Typen und so und sehr, sehr coole Leute. Das wird geil. Das wird so geil, Mann. Ey, Matra so auseinandergenommen, ne? Guckt euch das an! Brody, Brody! Direkt erst rein! Ey, wir sitzen so geil! Bist du zufrieden mit den Fußplätzen? Paul! Heidi Galler jetzt! Jetzt geht's los! Knossi! Knossi! Gute Plätze? Beste Plätze! Die besten Plätze! Ja, wir haben die besten Plätze erwischt. Ich schwitze. Wir haben einfach die besten Plätze erwischt. Krass, Bruder. Krass. Guck mal, wie ich schwitze. Guckt euch das an. Aber es war auch die ganze Zeit so ein bisschen stressig immer, weil immer wieder Leute aufstehen mussten und so nicht so viel Platz war. Guck mal, Max Kameramann sitzt sogar hinten so. Es war ein bisschen schwierig mit den Plätzen. Chat, okay. Digga, Romatra hat ihn so. Wo, ist das der Knockout? Das ist der Knockout jetzt gleich. Gleich geht er runter. Jetzt gleich kommt's. Oder?
Okay, Bruder, Digga, da hatte ich aber gerade Energie, Alter. Da war ich aber glücklich für ihn. Da hab ich mich aber richtig gefreut, Junge. What the f***? Was war das? Alter, der war Hammer. Bruder, der war Hammer, Alter. Bruder, Hammer, was? Das ist Sancho. Bruder, Digga, Monte. Marcel. Das gibt halt nochmal anderen Boost, ne, wenn ganze Arena dir so zujubelt, deinen Namen schreit oder ganze Arena Bu ruft. Das ist auch ein geiles Gefühl, Mann. Geil, Digga! Ganz klar, nach Punkten, heute Abend im ersten Kampf, hat gewonnen Roman! Ja, zu Recht, absolut zu Recht. Ich freue mich auf den Rückkampf von den beiden, muss ich ehrlich sagen, ne? Versteckt sich hier. Das ist immer noch anders, wenn die Leute einen sehen. Also real. Das ist immer so süß. Marcel ist manchmal so ein Schüchterner. Die sind so abgegangen. Die sind reingekommen. Der ist reingekommen, als ob Michael Jackson reinkommt. Das war heftig, Bruder. Das war heftig. Doch, das bescheiden, war der Bro. Bescheiden. Bescheiden, der Bro. Hier, seht ihr, was ich meine? Und er sagt nein. Guckt euch das an. Da, alle Handys, guck mal hier, alle Handys einfach auf Montana Black gerichtet, das ist Wahnsinn. Okay, Leute. Also der Typ, Mann, der Typ, einfach, wir haben ihn noch so angestiftet, wir haben gesagt, geh rein. Entscheidet, Backflip, Megaspin, die Kate oder wir können auch den Caboose nein, machen. Was sagst du? Mir ist das egal, Bruder. Hauptsache, du machst Unterhaltung. Halt mal jetzt auf. Mach mal jetzt ab, scheißegal. Backflip, Digga, Backflip. Ey, werde ich rausfliegen wegen euch, ne? Nein, du fliegst nicht raus. Wie hat der eigentlich ein Fahrrad mit? Wie hat der, Digga, wie hat der denn ein Fahrrad mit in der Arena bekommen? Weil willst du rausfliegen? Weil dich! Wieso hat der das eigentlich geschafft? Fällt mir gerade erst auf, Digga. Ich habe das in dem Moment gar nicht hinterfragt. Aber der ist hier mit dem Fahrrad. Ist der mit dem Fahrrad dahin gefahren oder reingefahren oder was? Fußball, geh mal da weg. Und die höhere Punktzahl gewinnt. Der ist schon sehr beschleunigt. Ich habe auch so, in dem Moment habe ich einfach gesagt, gerade einfach Zirkus. Oder was, die machen Talentshow. Da habe ich, das ist genau das, was ich gesagt habe. Aber Skills, kann man nicht anders sagen, ne? Kann man nicht anders sagen. Mach einen Backflip! Ja, so, was sagst du dazu? Stellt euch vor, ich wäre noch so daneben gegangen und hätte so Fortnite-Tänze gemacht. Das wäre übergefährlich gekommen, sag's euch ehrlich. Talentshow oder Boxen? Ich würde sagen Talentshow. So, also. Für die beiden hier einmal sehen zusammen. Spaß. Levi, von 1 bis 10, wie traurig bist du, dass du heute nicht boxst? Sei ehrlich. Locker der dicke 9. Ich sag's dir ehrlich, die Stimmung hier ist so krank. Ja, ich hätte dich gesehen, ich sag dir ehrlich. Ich hab's doch, ich hatte echt Spaß gemacht. Das Ding ist, wir standen halt beide so, wir haben uns beide überlegt, wir hätten keine halbe Runde mit Ausdauer durchgehalten. Ne? Ja, hat er mir Amar gestern auch gesagt. Lunge ist ja, besser. Gesundheit geht vor. Egal wie geil das Event ist. Wichtiges Statement auf jeden Fall. Kurz nochmal dafür. Danke, dass du es mit reingenommen hast, Mann. Weiß ich jetzt zu schätzen. Naja, auf jeden Fall. Nächstes Mal. Vielleicht. Holen wir nach auf jeden Fall. So sympathisch einfach. Ey, Max, wirklich. Diese Schellen haben so gesessen. Aber Miki hat das auch so gut gemacht, ne? Ich sag's euch ehrlich, wenn ein paar von den Bomben, die Miki da ins Leere geworfen hat, leider gesessen hätten, wäre das Ding anders ausgegangen. Da sieht man halt, bei Miki ist noch viel. Ne, da geht halt leider nicht so viel rein, wie hätte reingehen können. Max ist da deutlich präziser gewesen, wenn man das so sagen kann. Armlänge macht natürlich auch einen Unterschied, klar. Max ist da deutlich länger, wa?
Und da sieht man, Max hat mit dem Jab schön den Abstand gehalten so und auch wirklich immer schön den Rückwärtsschritt gemacht. Er hat wirklich Kontrolle über die ganze Situation behalten, ja. Und Micky ist immer vorgesprecht und ich glaube auch ein potenziellen Anfänger könnte dieses Ding, wenn halt jemand so auf dich zustürmt von Mickys Statur, ja, das ist schon beängstigend, das kann dich schon gut mitnehmen. Aber Max hat tatsächlich sehr gut die Kontrolle über die ganze Situation behalten, das hat er echt gut hinbekommen, ne. Jeder, der hatet, was die gekämpft haben, auf die Beine gestellt haben, noch nie geboxt hat, auch nicht in der Halle, so Real Talk. Ey, ich sag's euch, es ist auch immer das Ding, Max war technisch sehr, sehr stabil, gar keine Frage. Er hat sich auch gut vorbereitet, Micky war vielleicht sogar in der Vorbereitung ein bisschen besser, aber der Kampf ist immer was anderes. Also man kann sich nur im Entferntesten vorstellen, wie es ist, in einem Kampf zu stehen. Das ist eine ganz andere Vorstellung als im Training. Und wenn du mal ein ernsthaftes Sparring gegen jemanden gemacht hast, der auch wirklich voll reingeht, dann ist das schon ziemlich nah dran an einem Kampf. Aber diese Live-Situation ist immer was ganz anderes. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Ich habe da mit Max auch nochmal drüber gesprochen. Es ist wirklich krass, wenn halt so viele Leute um dich herum sind und so und das Licht und alles. Und also es ist wirklich, wirklich, wirklich insane. Aber Micky da auch schön am Ausweichen gewesen, ne? Hier, guck mal hier, wenn man jetzt mal genau hinguckt, warte mal. Da hat er irgendwie einen Haken, hat er ganz gut gedodged, ne? Da, der Haken zum Beispiel, wenn der gesessen hätte, also Micky hat da auch schon, sag ich mal, vom Ding her, von der Deckungsarbeit her, gute Arbeit geleistet und hat sich auch schön weggeduckt. Also Micky ist sehr agil gewesen in dem Kampf, das hat mir sehr gut gefallen. Der hat einen ganz anderen Kampfstil als Max gehabt. Generell war es sehr interessant zu sehen, wie viele Leute ganz unterschiedliche Kampfstile halt tatsächlich haben. Also Micky ist da deutlich schneller und so. Und ich glaube, wenn der das noch ein bisschen ausbaut und Körperfett in Muskelmasse umwandeln würde und wirklich da nochmal das Training sehr intensiviert, dann wird das auf jeden Fall in der Rückrunde deutlich enger und deutlich knapper. Ja, hier, das darf halt eigentlich nicht passieren, dass so eine Hand von oben mal passiert. Also das ist schwierig, die muss normalerweise sitzen. Micky war viel zu hektisch, hätte wie im Training gekämpft deutlich besser abgeschnitten. Aber wie gesagt, genau das ist halt das Ding. Man kann Training halt nie auf die Live-Situationen ummünzen, das ist sehr schwer. Micky hat also 1A-Leistung auf jeden Fall geliefert, wirklich. Alter, der war von Chris auseinandergenommen, wa? Der hat wirklich so kassiert. Ich saß ja direkt auf der anderen Seite davor. Jetzt guck mal hier, was jetzt passiert. Pass mal auf, jetzt Chris zusammen. Und weg. Und weg. Das war deiner! Das war deiner! Die Securities auch am Abend gekämpft, als hätten sie Box-Event gehabt. Ganz Arena Hurensohn am Schreien, Junge. Digga. Wie war die Runde, Monte? Top. Schlecht. Denkst du immer noch, Trimax macht das easy? Ja, ja. Easy? Ja, es waren zwei Runden Trimax, einen guten Moment für Micky jetzt, aber... Aber jetzt macht Micky auf. Ja. Schwört ihr, macht er. Was, noch einer? Noch ein Blitzer? Monte meinte im Stream gestern, dass er dann die Security noch beleidigt hat und ein paar Ohrfeigen kassiert hat. Ja, zu Recht, Digga. Zu Recht. Trimax gegen Security wäre lustig. Boah, weiß ich, ob das lustig wäre. Ist ja im Knossi-Bademantel. Ja, ich mein Shop. Echt? Knossi-Merchandise mit Kohle. Das war die krasseste Werbung. Hast du ihm was gegeben dafür? Nein. Der kommt einfach mit Bademantel. Sieht aus. Knossi-Bademantel. Nummer 4. Die letzte Runde. Jetzt macht Micky das. Jetzt wird Micky das machen. So, vorbei. Bei den beiden auch wirklich so, also wirklich sehr schön, wie die halt aufeinander so relativ ruhig aufeinander zugeben, wa? Monte hatte gestern so schöne Worte über dich. Kuss, danke. Kennst du ja auch schon sehr lange, wa? Aber Max Bomben sitzen da auch teilweise, ne? Aber da sieht man auch, wie er halt nach vorne geht und aber auch immer den Rückwärtsgang einlegt und Micky ins Leere laufen lässt und dann nachsetzt. Das macht er echt gut. Was sagst du? Ich glaube immer noch an Micky. Ich glaube an Micky. Micky, du machst das. Ich hätte es Micky sehr gegönnt. Du wirst das Video sehen und wir glauben an dich. Du machst das. Safe. Call. Was sagst du bis jetzt? Ja, Trimax, Digga. Nach Punkten. Nach Punkten? Ja. Also kein K.O.? Nein. Passiert nicht mehr. Naja, glaube ich auch nicht. Keine Kopf mehr, Digga. Okay. Das stimmt jetzt. Glaube ich. Ja, doch. Das ist langsam weg. Da hat Max am Ende nochmal richtig Lust gehabt, ne? Ey, ist übertrieben nice. In dem Vlog sind wirklich einfach alle wichtigen Szenen aus dem Kampf tatsächlich drin. Finde ich richtig, richtig nice. No joke. Stabiler Schnitt, stabiler Vlog. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich hätte es Micky auch sehr gut gegönnt, Neusi. Aber was willst du machen? Er hat eine stabile Show abgeliefert, hat sich gut vorbereitet.
Und man kann 73 zu 79, ja. Max hat tatsächlich jede Runde gewonnen, außer eine dann, ne? So, hier ist der Bre aus Buxtehude, der den Flitzer gefasst hat. Ja. Was sagst du dazu? Stabilster Mann, wirklich. Was soll ich dazu sagen, Digga? Der ist mein Level. War schön viel aufgemacht. Ja, aber ist das auf jeden Fall. Jetzt gehen wir nach oben in den VIP-Bereich und dann chillen wir da noch. Meine Stimme ist weg. Bro, bei mir auch. Wir haben auch da rumgeschrien, ja. Ich suche die ganze Zeit Brohart, aber er versteckt sich die ganze Zeit. Warum hast du dich versteckt, Brohart? Kein Wunder, dass er sich versteckt. Am Ende haben doch alle gewonnen, oder? Das ist das Wichtigste. Ja, es geht ja für einen guten Zweck, darf man nicht vergessen, wa? Du bist nicht gebrochen? Ey, weißt du, was das Schmerzhafteste für mich heute war? Ich bin gerade hochgegangen zu Mikko und er sagt zu mir, sorry. Oh, Digga, was für ein süßer Move von Mickey, aber was für ein süßer Move, actually, wirklich. Ja, ist so. Deep Talk. Ey, Kollege! Kein Witz, wie gesagt, der Kampf zwischen Adir und Armani stattgefunden. Ja, wie gesagt, beide Gefahr einer Lungenentzündung nach Bronchitis gehabt. Man hat es bei Chef Strobel gesehen, es wäre kein smarter Move gewesen, da anzutreten. Wir hatten beide keinerlei Ausdauer. Ich habe immer noch keine Ausdauer. Wir haben heute was gedreht, wo ich so ein bisschen laufen musste. Das ist immer noch schwer für mich so. Bei Amar, der hatte auch kein richtiges Training haben können, weil er halt die ganze Zeit halt krank gewesen ist und ich hatte trainieren können. Ich hätte ihm 2 Monate ein Training voraus gehabt. Hätte man alles machen können auf Krampf, aber es wäre kein guter und unterhaltsamer Kampf gewesen. Der wäre nach 2 Runden vorbei gewesen und es wäre einfach nicht dem gerecht geworden, was wir als einen vernünftigen, sportlichen, fairen Kampf ansehen. Plus, dazu kommt doch einfach nochmal, dass wir beide halt gesagt haben, dass Gesundheit da immer vorgeht. Mein Arzt hat es mir quasi verboten, mein Trainer hat gesagt, mach's auf keinen Fall. Und es wäre einfach dumm gewesen, wenn man das tatsächlich gemacht hätte, wa? Von wem willst du hier was drauf haben? Knossi? Ja, Wieland wurde komplett kaputt gemacht. Okay. Abo Ehrenmann, guck mal hier. Innen? Wie korrekt von dir. Mach fest, der Sibbi. Guck mal hier. Ja, also bleiben wir jetzt noch hier. Ah, der muss Unterschrift machen, der Abo. Ah, geil. Das, noch im Monster. Er macht so. Das ist mein Bart hier. Ja. Das ist mein Bart, das ist mein Körper. Die süßen, die Dummies. Aha, die Jungs werden sich die Handyhülle einrahmen, Digga. Hat's den Block gemacht, wa? Was du denkst, oder? Unser Kampf wird Deine wahrscheinlich Arme. Nachholen werden, ja. Finger. Stabil. Abu. Boah, Bro, wenn du das jedes Mal bei Autogrammstunden machen willst, ganz viel Spaß dabei, Digga. Dann schaffst du 10 Autogramme die Stunde, Mann. Also, das viel Spaß auf Gamescom, sag ich dir, Bro. So, jetzt holen wir aber von Knosse noch eine Unterschrift. Komm her, nächstes Event, vielleicht die Party von Knossi in Herford. Vielleicht bin ich da am Start. Denke ich wahrscheinlich sogar. Aber dafür kriegt er auch, und das war der Preis, den er bezahlen musste. Du hast deine Unterschrift, ich küsse dein Herz. Von mir kriegt er auch was. Hat er hochgeworfen? Ja, kriegt einen kleinen Penis gekriegt, oder? Der ist auch leer. Es gibt so eine Party von Knossi irgendwo im Go-Park. Der da noch schön den Spritzer dazu. Ey, wir haben was gemalt. Ein bisschen gemalt, Bruder. Gutes Herz. Sich immer, no joke, immer Zeit für die. Das ist so eine Sache. Klar, manchmal ist es stressig so, wenn super viele Leute kommen und Foto wollen und so, aber man darf nie vergessen, die ganzen Fans und die Leute, die dich nach einem Foto fragen und so weiter und so fort, die sind die Menschen, die das alles ermöglicht haben für einen. Man sollte sich immer Zeit für diese Menschen nehmen. Und wenn es gar kein unpassender Moment ist und ich gerade am Kacken bin oder so oder irgendwie mit der Familie am Essen bin, immer Zeit für Fans auf jeden Fall ganz wichtig. Also das ist einfach so ein Danke sagen, das ist das Mindeste, was man tun kann in meinen Augen. Ganz, 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 ganz wichtig. No joke. Finde ich korrekt, dass ihr es gemacht habt, Jungs. Gute Einstellung. Guck erst. Wie findest du mich, die Zeichnung von mir? Los, süß! Hab ich getroffen? Ja, ja. Nein, nicht das. Das bist du! Das bin ich! Ja. Ist gut? Ja. Besser als ein Bild? Ja. Okay, ich schmeiß jetzt, wie du vorhin geschmissen hast. Guck jetzt, das ist meine Technik. Ich mach so. Viel Spaß, Jungs. Neben mir der Pro. Ich habe deine Videos so nebenbei sehr, sehr, sehr früh schon angefangen zu verfolgen. Genau, same, Digga, same. Lege denn? Immer mit Alberto, ja, die Kampfsport-Videos. Also einer der ersten, und ich habe mich für Kampfsport immer interessiert. Ah, krass, okay. Und einer der ersten, die so professionell gemacht haben, auch mit Kamera. Auch mit Abo noch später über Jiu-Jitsu und sowas geredet. Ja, alles dies, das, weißt du? Das Ringen. Yeah. Bei den anderen war immer so Tonqualität. Auch mal Jiu-Jitsu gemacht, bis zum gelben Gürtel. Cola, da war ich noch sehr jung. Bis, ich glaube, 6 bis 12 oder sowas, glaube ich. Oder 8 bis 12 irgendwie. Ja. Aber bei dir war alles seriös. Dachte kurz, sehr, sehr, sehr korrekt.
als, ich sag mal, als Pro in der Kampfsportszene, was denkst du über diesen Kampf? Und allgemein erstmal Hauptkampf Mickey. Ich bin sehr positiv überrascht von Trimax, mit was für eine Ruhe er reingegangen ist. Und er hat ein gutes Auge für seine Schläge gehabt, muss man echt mal sagen. Und er war konstant dran. Also er hatte kein Up und kein Down, sondern er hat konstant wirklich Druck gemacht und das konnte und, ja, er bis zum Ende durchziehen, der Trimax. Ja, bei Mickey war es so ein ekliger, abartiger Wille bei ihm, das ist echt krass. Bloß seine Schläge waren dann halt nicht mehr technisch vorhanden, somit hat er viel geschubst. Genau. Er wollte irgendwie, aber die Sache ist war halt nicht auch, präzise, wa? Jeder sie Mensch reagiert anders auf so eine Situation und beide waren das erste Mal in so einer Situation, wo sie komplett verausgabt waren und dann aber nochmal technisch sauber sein, das ist ja das Schwierige dabei. Und wenn du es zum ersten Mal hast, dann top analysiert macht genau das eine besser als der andere, weißt du? Ich glaube, man nennt das auch so, wenn man zum Beispiel keine Ausdauer hat, um sich schlägt, das ist so wie Feudel. Kennst du den Begriff, Feudel? Ja, oder Rudern, oder das ist aber auch so instinktmäßig halt. Das ist instinktmäßig, irgendwas, du willst ihn wegfahren, dir wegschieben. Und er hat ja auch, ich habe gesehen, Mickey hat ab und zu auch geschoben mit seiner Faust. Ja, genau, ja, richtig. Du, ja, der hat dann ab und zu auch teilweise beide. Und das Ding ist halt so, das ist dann wie in einem so, kennst du so einen schlechten Traum, du bist unter Wasser, du musst dich schlagen. Du denkst, deine Fäuste bringen nichts. Genau, richtig. Ja, ja. Und das ist dann halt so ein Moment, weißt du? Und das ist halt, ja, sehr hart. Aber da muss ich sagen, Respekt an Mickey für sein Durchhaltevermögen und Respekt an Trimax für seine technische Umsetzung. Wirklich richtig gut gemacht von beiden. Hattest du die Sparrings von beiden angeschaut? Ja, genau. Ich hatte selbst da gedacht, dass, also Mickey sah da besser aus. Richtig, genau. Trimax war immer so eher der ruhige, bisschen schlüpferig, bisschen so, bisschen hier. Dann hat er auch mal in der Sparringsrunde gesagt, oh, warte mal kurz. Dann hat er sich weggedreht. Sei mal ehrlich, ich habe das Gefühl. Taktik. Ja, ich habe echt das Gefühl. Das dachte danke, ich auch, Jenny. Ja. Muss ich sagen. Aber im Großen und Ganzen so abschließende Worte zum Event. Abschließende Worte, richtig cooles Event. Das, mich würde mal interessieren, wie viele Zuschauer das jetzt auf Joy im Livestream gehabt haben. Ja, stimmt. Nee, 450.000 waren es, glaube ich, auf Join. Also ich sag's ehrlich, hätten sie es auf YouTube gemacht, locker 1,2 Millionen oder sowas. Bin ich mir sicher. Aber YouTube hätte so ein Event halt niemals durchfinanziert. Deshalb an der Stelle nochmal Kuss auf Join. Weiß ich gar nicht, aber die Halle war ja voll. 600.000 war Peak. Krass. Komplett voll. Krass. Also 600.000 auf einer Plattform wie Join, ja, das ist ja für die insane. Das gab's ja bis jetzt nur auf YouTube. Das ist schon krass. Hier waren über, ich glaube, 13.500 Menschen waren hier. Ja, und somit ist das ein voller Erfolg. Wir wurden endlich mal jetzt auch in der schlechteren Zeit mal wieder toll unterhalten. Ja. Ja, muss man sagen. 100% stabil. Jetzt gerade, wo nicht so viel los ist. Genau. Danke dir auf jeden Fall. Ein Problem ist ohne Lex. Immer Appetit auf jeden Fall. Ah, da war ich nicht mehr dabei, da haben sie noch gefragt. Das ist das Richtige. Kann man in Köln... Ah, Mangal ist es sogar. Ja, kenne ich. Mangal, Köln. Kollege von mir, der da sehr, sehr gut drin ist. Gutes Restaurant habt ihr euch da ausgesucht, Jungs. Ich weiß sogar, welches es ist. Bester Laden in Köln für Köfte und sowas, für Grillfleisch und so. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Bobby ist diesmal sehr zufrieden mit seinem Essen. Nee, muss nicht. Ja, ich nehme den Bruder. Kommt, danke schön. Kuss. Heftig ist noch da. Carsten ist da. Und jetzt essen wir alle auf jeden Fall. Sehr, sehr. Heftig hat Bock auf den Kampf mit Monte, wa? Lecker, entspannt. Sonja, grüße, danke schön. Was ist besser, der hier oder der von gestern, Monte? Hart auf hart, der von gestern, Bruder. Kappi. Aber Kappi. Nein, das sieht sehr, 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 sehr lecker aus, ehrlich. Carsten, wie war der Laden? Absolut Hammer, jetzt war so lecker. Da war ich sogar schon voll oft mit den Jungs essen. Ich glaube, das ist der am Eigelstein oder ist das der Kolbstraße? Es gibt mehrere in Köln. Immer sind wir immer sehr stabil. Letztes Mal, glaube ich, mit Mäus und so da gewesen. Immer der beste Laden. Kannst du immer um 1:30 noch essen gehen oder ich glaube um 1 Uhr machen sie erst zu unter der Woche, am Wochenende noch später. Immer bestes, frisches Essen. Baba, wirklich. War lecker, ey. Wahnsinn. Was hast du bestellt? Diese Hähnchenspieße. Geil. Hähnchenspieße. Gute Wahl. Sehr lecker. Ja. Heftig, was hast du bestellt? Adana und es war, ich komme aus Berlin, der beste Hähnchen aus dem Gerät. Lustiger. Siehst du, Heftig? Bro, Adana kann Mangal einfach, sag ich dir ehrlich, Mann. Stabil. Oh. Hat gut geschmeckt und ich habe mir die Zunge verbrannt. Hey Kilian, da muss ich auch nochmal sagen, Kilian ist ein so süßer und lieber Kerl immer, wach. Also wir haben ja abends auch so viel rumgealbert und gejoked und so, wir haben uns immer gegenseitig so aufgepusht, so mäßig, ja, komm doch. Ich schwöre, Kilian ist ein so unfassbar herzensguter und lieber Mensch, ehrlich mal. Also es gibt ja immer noch Leute, die denken, er wäre so wie früher und er würde immer nur anecken wollen. Er sagt halt immer straight up seine Meinung, er macht immer sein Ding, aber es ist wirklich ein absolut lieber Kerl, wirklich. Also meine Freundin, die dabei meinte auch, Kilian, ich dachte gar nicht, dass er so ist, der ist so lieb und so. Tanzt sie wirklich, big love for this guy. Also muss ich ehrlich sagen, unglaublich sympathischer Dude, nach wie vor immer noch. Einfach ein fucking Süßi. Breit die 1 bis 10 essen? Stabile 7 bis 8, war schon richtig gut. 7 bis 8, scheiß auf dich. Ja, Dislike für die Breiti. Mein Freund, ich bin ein Genießer. Ich weiß natürlich auch gute Speisen zu schätzen. Bei mir ist die Messlatte etwas höher. Wir haben Taxi. Ja, Bruder.
Wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen. Mit dem Bre. Und ich weiß nicht, welche Stimme kaputt da ist, aber deine ist auch kaputt. Ja, meine Stimme ist auf jeden Fall auch gefickt, Digga. Einfach Vibrationen sind. Aber der Dude ist mit dem Gebiet hat ein Kelp. Ja, was willst du machen, Digga? Es gibt immer Leute, die Auge machen und kommen, ne? Ja, das will man machen. Was will man machen? Es gibt immer irgendwie. Anders geht's so nicht. Ja, du brauchst einen zum Kuscheln. Ja, ey, Bruder, warum soll ich alleine schlafen? Was soll das? Digga, du bist kein Rohrhard-Ersatz. Weg mit dir. Zu alt. Warte mal, geht's auf jeden Fall. War sehr, sehr geil heute. Geiler Tag. Und, haut rein, Mann. Warte. Ich lasse dir noch einen als Andenken hier. Digga. Bro, ich bin echt amazed dabei, wie viel Monte furzen kann. Das ist insane. Oh, ist das gerade gestartet? Ich will ja raus. Wir sind nicht irgendeine Fam, wir sind Viva la Cartel. Stabiler Vlog, wirklich. Sehr, sehr stabiler Vlog. Sehr, 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 sehr cool. Wirklich. Sehr, sehr, sehr stabiler Vlog. Kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr, sehr cool.